Am Wort ist der Abgeordnete. Nach Marias Modisch-Namer von der ÖVP ist jetzt der Verkehrs- und Infrastruktursprecher der SPÖ am Wort, Alois Stöger. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schade, dass so wenig da noch zuhören, aber ich hoffe, im Fernsehen kriegt man das mit. Ich möchte ein bisschen was zu dem Gesetzwerdungsprozess über das sogenannte Gasdiversifizierungsgesetz, habe ich es richtig gesagt, über dieses Gesetz, wie das zustande gekommen ist. Es ist heute der 5., der 6., der 6. Juli. Am 1. Juli ist ein neues Gasdiversifizierungsgesetz in Kraft getreten. Die Regierung hat jetzt schon zweimal eine Änderung gemacht. Wir haben am 28. Juni, da war das Gesetz noch gar nicht in Kraft, haben wir schon im Ausschuss darüber diskutiert. Bevor es in Kraft gesetzt worden ist, haben wir schon verändern müssen. Und heute oder gestern um 13.25 Uhr, das heißt nicht 24 Stunden vor Beginn der heutigen Sitzung, haben wir wieder einen Abänderungsantrag bekommen. So, und worum geht es um das Gesetz? Bei dem Gesetz geht es darum, dass man, es geht um viel, viel Geld. Sehr viel Geld. Und wenn man im Nationalrat Geld ausgibt, dann gibt es Verfassungsbestimmungen, die sollte man einhalten. Nämlich die Verfassungsbestimmung, dass es da ein Budget gibt und das Budget ist nur dann änderbar, wenn es der Nationalrat beschließt. Was macht diese Bundesregierung? Diese Bundesregierung geht her und schafft sich eine Blanko-Unterschrift, Geld in unbegrenzter Höhe bis zum 31.12.2023 auszugeben. Entschuldigung, das widerspricht dem Budgetrecht dieses Landes. Das geht nicht. Und diese Bundesregierung hätte die Pflicht, wird auch machen, für das Jahr 2023, wenn es da noch ein Geld braucht, das Parlament bis 20. Oktober ein Budget für das Jahr 2023 vorzulegen, das wird es tun, da kann sie das auch hineinschreiben, wenn sie dann noch Geld braucht. Aber jetzt eine blanke Unterschrift, Frau Bundesministerin, so viel Verantwortung haben wir als Opposition, die werden Sie von uns nicht bekommen. Wir sagen da nichts blank. Und jetzt zum Abänderungsantrag, da dreist es mich. Da kommen die Grünen daher und sagen, die Kohle ist giftig, das geht gar nicht, machen wir nicht. Und jetzt in der Krise kann man es drauf, wir müssen Mellach wieder antreiben. Kann man sagen, okay. Aber was machen Sie mit der Finanzierung? Der Verbundkonzern weiß gar nicht, ich hätte auf Mühlviertlerisch gesagt, verdienen Sie gerade dumm und dämlich. Also der weiß gar nicht, was ich mit dem Geld tun soll. Und jetzt finanzieren wir das auch noch einmal dem Verbund, damit er das Kraftwerk anheizen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der falsche Mitteleinsatz und deswegen werden wir dem die Zustimmung nicht erteilen. Und ich hätte auch noch gern gewusst, wie das funktioniert beim Verbund oder bei der OMV. Der Verbund pumpt oder hat teure Preise für Energie. Dann pumpt er mit dem teuren Preis von Energie das Wasser in das Speicherkraftwerk. Da verbraucht er sehr viel Energie und rechnet zum teuren Preis der Ministerin ab und verdient nur einmal dran. Und das ist mit dem Gesetz nicht einmal ausgeschlossen. Frau Bundesministerin, so geht's nicht. Und zum Dritten, Frau Abgeordnete Graf, ich muss sagen, wir haben Sie auseinandergesetzt mit dem Unternehmensenergiekostenzuschussgesetz und warum wir gegen die AWS sind. Das ist ganz was Einfaches. Der Staat ergibt Leistungen und die Menschen haben ein Recht auf ein Rechtsmittel. Auch die Unternehmer haben ein Recht auf ein Rechtsmittel. Und mit der Konstruktion der AWS werden die Rechtsmittel für die Normunterworfenen ausgeschlossen. Und daher sind wir gegen diese Konstruktion. Besten Dank. Alois Stöger von der SPÖ kritisiert, dass zweimal innerhalb kürzester Zeit das Gasdiversifizierungsgesetz geändert werden musste. Üblicherweise dauert der Gesetzgebungsprozess länger. In dringenden Fällen kann allerdings ein Gesetz auch binnen weniger Tage erlassen werden.